Wunderschönen Abend, herzlich willkommen bei der stattfindenden Fachdebatte, die diesmal das Thema Energie und Stadtplanung beleuchten will. Die Fachdebatten sind ja gedacht als Diskussion auch zwischen den Vortragenden und dem Publikum, also als ein bewusst interaktives Format, das hat auch bis jetzt gut funktioniert und ich denke mir, es wird auch heute gut funktionieren. Wir haben nicht zuletzt auch deshalb gewagt, diesmal nur einen Gast zu haben, einzuladen, Professor Brian Cody. Und er wird das, was er nennt, die Stadt neu denken, uns näher bringen. Das hängt sicherlich ganz stark mit die Stadtplanung neu denken zusammen. In meiner Erinnerung, es gibt hier natürlich verschiedene Narrative im Raum. In meiner Erinnerung haben wir die stattfindenden Fachdebatten ins Leben gerufen, um unsere eigene Position, die Position der Kammer, der Ziviltechniker und Ziviltechnikerinnen zu stärken, zu schärfen vor allem. Wie Sie, die meisten von Ihnen wissen, ist ja die Kammer der Ziviltechnikerinnen berufen oder aufgefordert, zu Flächenwidmungen Stellung zu nehmen. Wir dürfen auch, und das ist, finden wir sehr ehrenvoll, auch Mitglieder in den Fachbeirat der Stadt Wien entsenden. Das heißt, wir sollen hier eine Position beziehen. Und das ist natürlich nicht immer ganz klar, was ist denn die Aufgabe dieser öffentlich-rechtlichen Institution. Es ist nicht so klar, wie zum Beispiel, wir haben uns erkundigt bei der Wirtschaftskammer, wie machen die das? Also die schauen halt, dass nicht zu viel Gewerbeflächen verloren gehen, dass man ordentlich parken kann. Und ja, und die haben ganz genaue Ideen, die wissen, was sie wollen sozusagen. Ja, was wir wollen, liegt irgendwo anders. Wir wollen natürlich ein gutes Umfeld für unsere Mitglieder, für unsere Ziviltechnikerinnen und Ziviltechniker, aber wir sehen hier schon auch eine fachliche Verantwortung, die letztlich aus diesem Zusammenfassen aller für die Planung selbstständigen Verantwortlichen in unserer Kammer entsteht. Und so haben wir im Mai, glaube ich, oder Juni letzten Jahres uns nach einem Jahr interdisziplinärer Diskussion, also interdisziplinär heißt nicht nur Architekten, sondern auch Freiraumplaner, Landschaftsplaner, Bauingenieure. Nach so einem Jahr haben wir Thesen zur Stadt gefunden und präsentiert. Und unter anderem fragen wir uns in diesen Thesen, wie entwickeln wir die Stadt? Und der letzte Satz von diesem ersten Paragraph sozusagen ist, die Stadt der Zukunft muss sich dem Klimawandel anpassen und ihm entgegenwirken. Also es ist sicherlich, wenn man ein öffentliches Interesse im Auge behalten will, dass wir quasi aus unserem öffentlich-rechtlichen Wesen ableiten, dann können wir die Frage des Klimawandels sicherlich nicht ignorieren. Und es freut mich, dass wir mit Brian Cody einen Gast hier haben, der seine fachliche Kompetenz diesem Thema des Haushaltens mit Energie, mit Ressourcen im Kontext der Architektur und Stadtplanung gewidmet hat. Professor Brian Cody ist Universitätsprofessor an der Technischen Universität Graz. Er leitet dort seit 2004 das Institut für Gebäude und Energie. Sein Schwerpunkt in Forschung, Lehre und Praxis gilt der Maximierung der Energieperformance von Gebäuden und Städten. Und ich bin sicher, wir werden heute in seinem Vortrag ein paar ungewohnte
Ansätze zur Stadtplanung sehen. Vor dem Ruf nach Graz war er Associate Director des Ingenieurbüros ARUB. Das kennt, glaube ich, jeder hier im Raum. Er ist Gründer und CEO des Beratungsunternehmens Energy Design, Prodi, das an der Entwicklung von innovativen Klima- und Energiekonzepten für Bauprojekte weltweit beteiligt ist. Er ist Mitglied in zahlreichen Beiräten und Preisgerichten und, da rührt auch ein persönlicher Connex her, als Gastprofessor an der Universität für Angewandte Kunst. Ich bin 2008 an die Angewandte gekommen und durfte unter seiner Anleitung die Abteilung Energiedesign aufbauen. Und ich denke, das ist auch eines seiner erfolgreichen Projekte. Ich lese jetzt nicht alle Publikationen vor, aber sein letztes habe ich mit, weil das habe ich selber gerade geschenkt bekommen, Form Follows Energy. Mehr beeindruckt hat mich, ehrlich gestanden, als ich dich kennengelernt hast, als du einen deiner ersten oder wahrscheinlich deinen ersten Vortrag an der Angewandten gehalten hast, und hast gesagt, to think with energy in mind, ja, das ist, was wir unterrichten sollen. To think with energy in mind ist also nicht das in den Vordergrund stehen, nicht nachher als Konsulent herumschrauben, sondern die Architektin und Architekten zu design with energy in mind. Ja, okay, also denken und designen. Mhm. Das sollen Sie im Kopf haben, das sollen Sie, Helmut Richter, bei dem ich auch Assistent war, an der TU Wien hat gesagt, die Leute müssen ein Gefühl bekommen, hat er immer gesagt. Ja, das ist natürlich sehr, viel, sehr wienerisch formuliert sozusagen oder grazerisch in dem Fall. Aber das ist, glaube ich, so wahnsinnig wichtig, dass wir nicht immer nur alles entlang einer Formel glauben, ausrechnen zu können. Wir müssen erst einmal das große Massing, das große Gliedern, die große Anordnung richtig hinkriegen. Und da geht eigentlich ganz, ganz viel an Ressourcen verloren, und da sind wir wahrscheinlich wirklich in der Stadtplanung noch nicht so weit, vor allem nicht in der Stadtplanung auch der gebauten Stadt. Ja, das ist auch die Frage, wie implementiert man das? Ausgewählte Projekte, sicherlich eines der herausragendsten ist die Europäische Zentralbank, mit Coop Himmelblau damals den Wettbewerb gewonnen. Ein Lehrbeispiel für mich war auch der GSW-Turm, GSW Tower in Berlin von Sauerbruch-Hatten. Und hier in Wien ist der Headquarter von der Volksbank AG, hat auch ein Energiekonzept von Brian Cody. Herzlich willkommen Sie auch, liebes Publikum. Liebe Experten, mit denen wir gerne dann im Anschluss diskutieren, bitte, also herzlich willkommen hier bei uns in der Kammer und in Wien, Brian Cody. Danke, Bernhard. Vielen Dank und guten Abend. Form for this Energy im Prinzip, es geht dabei, wie, wenn man dieses Energiethema vom, wie schon gesagt, vom Anfang an in einen Architekturentwurf mit einbezieht, wie man neue Formen generiert. Und es geht darüber hinaus, also über die Gebäudeebene bis in Urban Design, also in die Stadtebene hinein. Und heute Abend, eigentlich will ich mich konzentrieren auf diese großen Maßstab, also die Stadtebene, also weil es hier um das Thema eigentlich in dieser Vortragsreihe geht, also Stadt. Ich werde sowohl aus der Forschung am Institut für Gebäude und Energie an der TU Graz Beispiele zeigen, wo wir forschen seit 2004 im Prinzip alles, was mit Gebäuden und Stadt und Energie zu tun hat und natürlich auch Lehren. Und aber auch aus der Praxis, wo, wie gesagt, mein Büro Klima- und Energiekonzepte im Prinzip in Zusammenarbeit mit Architekturbüros hier weltweit aufstellt. Aber ich würde gerne anfangen mit der Energiefrage und das kurz beleuchten, also wie man, weil es natürlich irgendwo der Ausgangspunkt von dem Ganzen. Und das, wenn man es beschreibt mit einer Quantität, das ist die entsprechende Quantität, also 570 Exajoule, das ist eine schier
greifbare, also eine sehr enorm große Zahl eigentlich. Und wie gesagt, im menschlichen Maßstab eigentlich schwer zu begreifen. Daher zeige ich das immer so, dass man sich vorstellen kann, wir sind so viele Menschen, also auf der horizontalen Achse über 7 Milliarden Menschen auf dem Planeten. Und wenn man sich vorstellt, jeder von uns hält in beiden Händen ungefähr ein Gerät mit 1000 Watt, also 1 Kilowatt in beiden Händen, also etwas über 2000 Watt und schaltet es nie aus, also das ganze Jahr, Tag und Nacht auf dem ganzen Planeten, dann kommt man auf genau den eigentlichen Energiebedarf, den wir verursachen. Also das ist quasi ein Bild im Kopf. Und dann muss man dieses Bild natürlich, wie bei alles, bei allem anderen auf dem Planeten, ist das natürlich nicht gleichmäßig verteilt. Also Amerika muss man sich vorstellen mit 10 Händen, um die entsprechende Anzahl von Geräten zu halten. Wir in Europa bräuchten auch zweimal so viele Hände, wie wir haben. China, wo ich diese Skizze zum ersten Mal gezeichnet habe, vor nicht mal 10 Jahren, China war weit unterhalb dem Durchschnitt, also die gestrichelte Linie. Und die ist so, also das Land ist so gewachsen an Energieverbrauch in den letzten 8 Jahren. Also man sieht rechts, die Länder, die im Kommen sind, also die Breite des Rechtecks natürlich, wie viele Menschen das sind und pro Kopf steigend, also das ist das, was hier passiert. Hier sieht man die Korrelation zwischen CO2-Emissionen und Primärenergiebedarf, das heißt, manche Länder erzeugen Energie sauberer als andere. Dann sieht man die Korrelation, das ist auch ganz wichtig, zwischen Dollar pro Kopf, also das sind Zahlen, die man eher kennt wahrscheinlich, also Dollar pro Kopf auf der horizontalen Achse, also wie reich man im Prinzip ist, wie produktiv eine Ökonomie ist, und auf der vertikalen Achse Watt pro Person, also Watt pro Kopf, also wie viel Energie, da sieht man eine eindeutige Korrelation, je reicher man wird natürlich, desto mehr Energie verbraucht man. Jetzt kann man wie einigen Ländern dann von der Linie besser oder schlechter sein, aber diese Korrelation ist wichtig, weil wir wissen im Prinzip über die nächsten 50 Jahre, die Menschheit nimmt zu. Genau wie, wissen wir nicht, aber nimmt sicherlich nicht ab, außer, na, das sage ich jetzt nicht. Das heißt, wenn man sich so ein Bild macht von der Welt in 50 Jahren von jetzt, im Prinzip werden wir einen Energiebedarf haben, das ist jetzt das große Rechteck, das schraffierte. Also das ist der Energiebedarf, der auf uns zukommt, außer es passiert irgendwas ganz Ungewöhnliches. Und ganz klein sieht man die erneuerbaren Energiequellen von heute, also was man kaum sehen kann. Das ist im Prinzip die erneuerbare Energie. Und um diesen weißen Rechteck zu stillen, also diesen Bedarf zu befriedigen, im Prinzip tun wir nichts anderes im Moment, als verbrennen alles, was wir finden an fossilen Brennstoffen, Kohle, Öl, Gas. Und ein bisschen Atomstrom dazu. Das geht natürlich alles dem Ende zu. Und jetzt kann man ausrechnen, dann, wann das alles vorbei ist. Also ich habe das genaue Datum nicht mehr im Kopf, aber das habe ich mal ausgerechnet. Aber ist nicht so wichtig. Wichtig ist, egal wie man sich jetzt also verhält, es ist endlich. Und es ist nicht so lange oder nicht so weit in der Zukunft. Was das alles mit Gebäuden, mit Stadt, mit Architektur zu tun hat, sieht man im Prinzip hier. Also 50% ist Architektur oder Gebäude. Wenn man Verkehr dazu nimmt und was eine Stadt ausmacht, ist eigentlich natürlich alles. Energy Design, wie Bernhard schon gesagt hat, im Prinzip, ich erkläre den Studenten, das ist, wenn man to design with energy in mind, also wenn man entwirft, dass man eigentlich das Energiethema genauso präsent ist wie alle anderen Themen, die man sonst im Entwurf zu tun hat. Also gleichberechtigt. Das ist natürlich nicht alles, aber es ist ein Parameter, das zu bedenken ist. Ich will nur ganz kurz über unseren Ansatz erklären, weil es würde vielleicht zu weit gehen jetzt. Aber stellvertretend für die Tatsache, also der konventionelle Ansatz ist mehr buchhalterisch. Das heißt, man summiert den Energiebedarf auf der einen Seite, also wo wird Energie verbraucht, und auf der anderen Seite, wie kann man Energie erzeugen mit Sonne, mit Wind. Und man versucht, diese beiden wie in der Buchhaltung quasi gleich zu bekommen. Und im Prinzip ist es ein bisschen komplexer, weil
Das ist der erste Hauptsatz der Thermodynamik. Energie bleibt erhalten. Der zweite ist eigentlich viel wichtiger, dass die Qualität geht verloren bei jedem Prozess, den wir vollziehen. Und es geht eigentlich nicht um Energie, sondern um die Entropie. Aber wir sehen an den Beispielen, was das heißt. Das heißt, dass wir eigentlich das Gesamtsystem immer betrachten müssen. Es ist wichtig auch, wie wir evaluieren. Das ist etwas, also wie wir als Gesellschaft bestrafen, belohnen, treibt natürlich die ganze Entwicklung an. Ja? Und das passiert im Moment auf ganz banale Weise, auf ganz triviale Weise mit Energieausweisen, solche Dinge, die man eigentlich auf dem Kühlschrank kennt, mittlerweile auch für Gebäude. Es sagt nur aus, wie viel Energie angeblich verbraucht wird, aber gar nicht über die Qualität, die erreicht wird. Also Energieeffizienz ist von der Definition her. Die Qualität, also das Verhältnis zwischen der Qualität des Raumklimas, der Tageslichtbedingungen, der lufttechnischen Bedingungen, also was man erreicht im Gebäude, als Verhältnis zu dem Energieaufwand, den man hat. Ja, es ist leicht, ein Null-Energie-Gebäude zu schaffen mit Null-Qualität. Und wir haben diese Methode entwickelt, VEEP heißt das, wo man die tatsächliche Energieeffizienz oder Performance bestimmen kann. Das ist wichtig, wie man evaluiert. Leider ist es etwas komplexer als ein Energieausweis oder so. Daher ist es, dauert es, bis das wirklich angenommen wird, weil eben, es ist nicht so einfach. Und das dritte Element, was man hier sieht, ist natürlich neben dem Raumklima, neben dem Energiebedarf, die gebaute architektonische Qualität oder die ästhetische Qualität. Das ist für mich genauso eine Komponente des Ganzen. Es bringt nichts, sogenannte nachhaltige Städte, nachhaltige Architektur, das im Prinzip mit einem Verlust an der Qualität der bebauten Umwelt einhergeht. Das ist eine Komponente, die für mich wichtig ist. Und dann die vierte Dimension der Zeit. Also das heißt, neben der räumlichen Dimension die Zeit als Element. Energy Design. Also wie gesagt, heute rede ich nicht über die Gebäude, nur ein paar Beispiele, vielleicht ein bisschen. Wie wir zum Beispiel hier mit der Sonne arbeiten, also mit den Kräften heißt das, mit den natürlichen Kräften arbeiten. Hier ein Museumsgebäude mit der Sonne arbeiten, ein Hochhaus in Aserbaidschan mit dem Wind, mit dem Licht in Shenzhen in der Nähe von Hongkong. Also immer mit den natürlichen Kräften zu arbeiten, um die Performance zu maximieren. Ein Universitätsgebäude, wo wir mit der Nutzung, also mit den ganzen Wärmeabgaben von den Menschen arbeiten, um die Luftung zu betreiben. Ein Gebäude, was perspiriert, also ein schwitzendes Gebäude, um sich zu kühlen. Also wir versuchen, einerseits von der Natur abzuschauen und auf jeden Fall die natürlichen Kräfte einzusetzen. Und Form follows Energy heißt, wenn man das dann tut in einem Team von Anfang an, dann kommt man an bei neuen Formen. Also man generiert neue Formen, das ist im Prinzip die These von Form follows Energy. Dies sind einige ältere Beispiele. Also das oberste Beispiel ist das erste Mal, wo ich diesen Begriff, also vor langer Zeit eigentlich, wo ich das gesagt habe, so als... das war ein Wohngebäude und das war in Ost-Berlin und wie gesagt, das ist vielleicht 15, 20 Jahre jetzt her. Und die Geschichte war so, dass der Bauherr, er wollte das damals eines der ersten Niedrigenergiegebäude bauen und er hat viele Ingenieurunternehmen interviewt und gefragt, wie würden sie das rangehen und die haben alle gesagt, ja, der Architekt soll mal was zeichnen, einen Vorentwurf und dann uns schicken und dann wir berechnen das und wir optimieren das und so weiter und so fort und der Bauherr hat nicht locker gelassen, er dachte oder er hat etwas gesucht, etwas anderes und dann war ich da und ich habe gesagt, wir werden im Vorfeld eine Studie machen, also durchführen, um die optimale Form aus energetischer Sicht zu finden und die dann als quasi Generator geben, sodass die Architektur von diesem Ausgangspunkt dann entwickelt wird, also gemeinsam. Also war ein sehr radikaler Ansatz eigentlich. Und seitdem sind viele Projekte nicht immer in dieser radikalen Form, also meistens wir steigen ein im Wettbewerb mit den Architekten, arbeiten zusammen. Neuere Beispiele hier, Gateway Gardens in Frankfurt mit Coop Himmelblau, Adidas Bürogebäude mit Delegem Meisel,
wie Bernhard schon erwähnte, das ist die UVAG. Also hier ganz neue Konfiguration zum Beispiel. Wir haben das ganze Gebäude einfach anders im Grundriss und Schnitt aufgebaut. Oder mit Ordner hier ein passiv konditioniertes Archivgebäude, wo die wichtigste Entscheidung war eigentlich am Anfang, wie man das Raumprogramm zusammensetzt, wie man das Ganze konfiguriert. Oder mit OMA, das ist eine Universität, die gerade fertig ist in Paris. Im Prinzip hier den gesamten Campus unter eine Klimahülle. Und der Gedanke war, dass man hier die Büros und die Labors, dass die man anders zusammensetzt, anders konfiguriert. Wie eine Energiemaschine eigentlich. Das heißt, die Laborräume zum Beispiel produzieren viel zu viel Wärme meistens. Und diese Abwärme muss weg. Und die Büros müssen auf der anderen Seite geheizt werden. Und wir haben das alles in dieser Energiemaschine, in diesem großen Gebilde, sodass die Abwärme der Labors genutzt wird, um die Büros zu heizen. Es geht um energetische Kommunikation, aber natürlich auch um diese Zwischenräume. Das heißt, wir wissen, zwischen den eigentlichen Laborräumen, den Seminarräumen, den Büros, dort passiert eigentlich die Kommunikation, das macht eine Universität aus. Und für das Klima in Paris, dann dieser Indoor-Campus, dann schafft eigentlich eine ganz neue Qualität. Und es geht zurück auf Projekte, das war mit MVRDV von München und auch Ideen von Buckminster Fuller, die wir dann auch weiter überlegt haben, wie gesagt, gerade fertig. Also das sind nur ein paar Beispiele von Gebäuden. Und jetzt, heute Abend, wie gesagt, will ich mich konzentrieren auf das Stadtthema. Und ein paar Beispiele. Also das ist etwas, woran wir gerade arbeiten. Das ist im Prinzip ein Universitätscampus in Heidelberg, wo im Vorfeld des Architekturwettbewerbes oder überhaupt des Masterplanwettbewerbes wir die Aufgabe haben, einen energetischen Masterplan. Und das heißt nicht, wie Strom geliefert wird und Wärme oder Kälte, sondern wie man das Raumprogramm, die Topologien, also wie man die Baumasse aufteilt und verteilt auf dem 10 Hektar Grundstück, wie man die Stadt im Prinzip baut, also zu ähnlich wie das Projekt in Berlin vor 25 Jahren, diesmal auf mehr oder weniger Stadtebene oder im größeren Maßstab. Das ist ganz spannend natürlich. Das heißt, diese Informationen werden den Planern zur Verfügung gestellt und von dem kann man mit dem dann arbeiten, also wie man diesen Campus dann entwickelt. Ein ganz anderes Beispiel, das ist hier in Wien, wo man, also hier, ich habe es nicht gesagt, aber das ist der bestehende Campus und auf der linken Seite da hinten, da wird der Campus erweitert. Also wie gesagt, auf ungefähr 10 Hektar. Also grüne Wiese im Prinzip. Das in Wien ist gar keine grüne Wiese, das ist ein Block. Und hier ist die Aufgabe gewesen, im Prinzip war es eine sehr eingeschränkte Aufgabe, es war, wie kann man so einen alten Block also energetisch ertüchtigen, dass es für diese Zeiten irgendwie auf den Stand gebracht wird. Aber die Schwierigkeit ist, dass die Menschen, also es sind ganz verschiedene Parteien, ja, das ist nicht ein Bauherr, ganz viele Häuser, die ganz viele Interessen repräsentieren und im Prinzip hieß es, die meisten wollen auch nicht sanieren. Und da war die Aufgabe, wie kann man das, indem man mit der Energieversorgung im Prinzip an der Schraube Energieversorgung arbeitet, wie kann man hier das erreichen? Also war sehr eingeschränkte Aufgabe, aber interessant. Wir haben viele technische Lösungen entwickelt, aber im Prinzip, was da die wichtige Erkenntnis war, dass im Prinzip am Ende war es die Entwicklung eines neuen Finanzierungskonzeptes, das fast wichtiger war. Also wir haben überlegt, wie kann man das so angehen, dass die Menschen motiviert werden, nachher zu sanieren. Also es ist, wie gesagt, es ist Formfalls Energy heißt im Prinzip, geht bis hin in dem Fall zu finanziellen Konstruktionen. Anderes Thema sind Hochhäuser und Energie. Also als ich nach Graz gekommen bin, vor 15 Jahren, war eines der ersten Forschungsschwerpunkte Hochhäuser im urbanen Maßstab und was der Beitrag zur Energieeffizienz sein könnte, weil da haben viele gesagt,
Hochhäuser sind einfach Energieverschwender und wieso bauen wir überhaupt Hochhäuser? Und was wir untersucht haben, ist, was der Beitrag von einem Hochhaus sein kann, nicht von einem, also von hohen Gebäuden in eine richtige Konfiguration. Und wir haben gezeigt, dass durchaus für viele Städte das interessant sein kann. Natürlich muss das Hochhaus dann energieeffizient sein. Und das sind dann Beispiele, die Bernhard schon erwähnt hat. Das ist das GSV-Gebäude in Berlin mit Saarbrücken, wo wir arbeiten mit Wind und Thermik, um das Gebäude zu konditionieren. EZB in Frankfurt ist auch schon angesprochen. Also in der Praxis viele Hochhäuser, die energieeffizient sind. Und in der Forschung auch dann darüber hinaus Strukturen entwickelt, die noch energieeffizienter sein könnten. Das war, wie gesagt, also das ist ongoing, aber dann haben wir angefangen auch zu überlegen über Land und Energie und Landverbrauch, was die Beziehung ist. Was man hier sieht, ist im Prinzip, wir wissen, wie gesagt, ich habe es gezeigt, dass in der Zukunft wahrscheinlich unsere Energieversorgung auf erneuerbare Energien basieren wird. Das heißt, Biomasse, Solar und Wind und so weiter. Was man hier sieht, ist, wie viel Land man benötigt auf der linken Seite mit Biomasse, um die gleiche Energie zu produzieren, wie man auf der rechten Seite mit Solar, Thermie und Photovoltaik produziert. Und dabei ist der Faktor ungefähr 50 Mal so viel Land mit Photovoltaik zum Beispiel oder Solar und Wind, 50 Mal so viel Land wie jetzt, verglichen mit der jetzigen Energieinfrastruktur. Mit Biomasse 1000 Mal so viel. Das heißt, diese Landfrage, also der Landverbrauch, die Beziehung, muss auch neu gedacht werden. Also die Energieproduktion wird Land benötigen. Und im Prinzip unsere Forschungen auf Stadtebene der letzten Jahre haben gezeigt, dass am Ende fast immer die Einheit oder der Kurs sozusagen ist das Land. Also nicht Energie, nicht Kilowattstunden, nicht Euro, nicht Dollar, sondern eigentlich Land. Und dann ein Projekt, was auch seit einigen Jahren läuft, und da macht ein Kollege eine Dissertation auf dem Gebiet, das heißt das optimale Maß der Verdichtung. Das heißt, wo ist, also wenn man hier sieht, ganz vereinfacht dargestellt, wir wissen, und das ist sehr bekannt, dass mit zunehmender Dichte der Verkehrsenergiebedarf sich reduziert. Was eigentlich einleuchtend ist, und es wird viel zitiert und Sie werden oft das gesehen haben. Also Dichte und Verkehrsenergiebedarf. Auf der anderen Seite, ab einem bestimmten Punkt der Gebäudeenergiebedarf steigt und das Maß oder das Potenzial für erneuerbare Energieproduktion sinkt mit zunehmender Dichte. Und das heißt, es gibt irgendwo hier einen Bereich, wo wir das nennen die optimale Dichte. Für ein bestimmtes Klima, für einen bestimmten Ort. Das heißt, irgendwo gibt es aus energetischer Sicht das optimale Maß der Verdichtung, und wenn es dichter geht, dann ist es eigentlich nicht mehr energieeffizient. Und das ist interessant zu wissen oder zu finden, wo dieser Punkt ist. Und im Prinzip, das ist der Ausgangspunkt und das Ziel der Forschungen. Und wir haben zum Beispiel hier verschiedene Typologien, also Hochhäuser und Blockrandbebauung, bis hin zu Strukturen, die aus Einfamilienhäusern bestehen. Ja, weil das ist auch etwas, also alle reden über Density, 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 seit jetzt ist irgendwie ein Modewort geworden, und das Einfamilienhaus wird verteufelt, aber man hat es eigentlich nie untersucht, fand ich. Und deswegen habe ich gesagt, das untersuchen wir auch. Wenn man immer wieder feststellt, dass die Menschen sagen, 70-80% der Menschen wollen in einem Einfamilienhaus wohnen, dann kann man das in der Forschung nicht einfach sagen, es ist egal. Jetzt. Daher haben wir das auch abgebildet, nicht in der Form, wie wir es heute kennen, also in einer anderen Form. Was interessant ist, und denn hier sieht man vier Standorte, also Helsinki im Norden, Dublin, wo es mild ist, Wien, Athen, wo es heißer ist. Und dann die verschiedenen, was man sieht, ist diese Unterschiede im Energiebedarf zwischen den Typologien in manchen Orten schon ganz wichtig ist, in anderen Orten gar nicht so wichtig ist. Und jetzt, wenn man die Energieproduktion, also die
die Energie, die erzeugt werden kann von den Gebäuden selber, mit integriert, dann dreht sich das Ganze zum Teil um. Das heißt, kurz gesagt, zeigt, dass das, wenn man diesen weiteren Parameter der Energieproduktion durch Gebäude mit einbezieht, dann verändert sich das ganze Thema, was das optimale Maß der Verdichtung wieder ist. Das heißt, es bringt nichts, mit vielen Hochhäusern Energiebedarf im Prinzip zu stapeln und draußen vor der Stadt dann riesige Flächen zu haben, die die Energielieferanten sind dann für diese Stadt, des gestapelten Energiebedarfes. Weil die Kompaktheit oder die Nicht-Kompaktheit von dieser kleineren Strukturen, die nachteilig natürlich ist und deswegen sind die verschwiegen, kann zum Vorteil umgedreht werden, wenn die Energie erzeugend sind. Ist kein Plädoyer für dass wir jetzt ab jetzt nur mal Einfamilienhäuser bauen sollen, sondern einfach, dass man sagt, okay, man muss ein bisschen komplexer denken. Ja? Also, und es gibt das Maß, und das ist in einem Bereich, wie man gesehen hat, also es ist in einem Bereich, das nicht unbedingt super mega Hochhäuser sind. Man sieht auch, es ist eine Entscheidung zwischen den Städten mit niedrigem Energiebedarf oder niedrigem Landbedarf. Aber am Ende kommt es eigentlich, wie ich gesagt habe, auf das Land wird es ankommen. Weil mit Land kann man Energie produzieren. Parametric Energy Design ist etwas, wo wir zum Beispiel, es wird viel sehr modisch auch, ja, dass man mit Computerprogrammen auch Formen entwickelt. Auf dem Gebiet Energie ist eigentlich sehr wenig passiert. Ein Gebiet, was wir interessant finden, ist, und das ist hier, was man hier sieht, also da geht es zum Beispiel um Bebauungspläne und wie man die Stadt weiterentwickelt. Das hier als Beispiel eine Baulücke und die Aufgabe für den Computer ist, die optimale Form zu finden für diesen Raum, die optimale Hülle zu finden, dass das Gebäude möglichst viel Energie selber produzieren kann und möglichst wenig Licht wegnimmt von den Nachbarn. Das heißt, je nachdem ergeben sich, ich hoffe, wilde Formen, die immer individuell sind und sein können. Man muss die Form dann nicht bauen, aber innerhalb dieser Form kann man dann den Entwurf im Prinzip gestalten. Und das ist spannend. Sehr komplex, aber spannend. Irgendwann habe ich gesagt, es wird immer berichtet, wie viel Passivhäuser gebaut worden sind, wie viel immer kleinen Teile des Puzzles, aber im Prinzip mich interessiert immer das Big Picture, also wie das alles zusammenhängt, also wie die Stadt im Prinzip hinten die Stadt und dann die Leit, also wo die Energie herkommt. Und wir haben dann Modelle gebaut von ganzen Ländern, also hier zum Beispiel, das ist eine Skizze von dem Modell für Österreich, wo man ein relativ einfaches Modell, aber wo man die Gebäude hat, die Transportsysteme, Industrie, die Energiequellen, das meiste importiert natürlich, die Wasser, also Hydropower, Kraftwerke und so weiter. Und jetzt kann man spielen, jetzt kann man sagen, was passiert, wenn alle Gebäude in der Zukunft Passivhäuser sind? Was passiert, wenn alle Transportmittel Elektro sind? Und. Und man sieht, egal all das, woran gedacht wird im Moment, was diskutiert wird, es bringt alles 5 oder 10%. Also das heißt, mit den bestehenden Strukturen, die zu optimieren, bringt natürlich was, aber nicht das, was wir benötigen. Weil ich habe vorhin, also am Anfang gesagt, wir haben in Österreich ungefähr 5000 Watt pro Person. Jeder von uns verbraucht ungefähr 5000 Watt pro Person, in Amerika 10.000. Und wir mussten auf 2000 herunterkommen. Und um das zu tun, mussten wir eigentlich die komplette Struktur neu denken. Ein Anfang vor vielleicht 8 Jahren war das. Das war eine Halbinsel in Montenegro. Und es war damals die Aufgabe eines ausländischen, also eine ausländische Entwicklungsgesellschaft wollte dieses Gebiet entwickeln. Ordner und Ordner waren die Architekten. Und der Staat Montenegro hat damals gesagt, ihr könnt das machen, wenn das ein Carbon Neutral Development ist. Also das heißt kohlenstoffneutral. Und so konnten wir viele dieser Forschungen eigentlich, also Systemdenken,
hierfür entwickeln. Damals war eine wichtige Komponente, dass die Gebäude und die Mobilitätssysteme alles im Prinzip ein System darstellen, also miteinander integriert. Das heißt, wenn man dahin gekommen ist, dann elektrischen Taxis, die dann als virtuelle Energiespeicher fungieren, also wenn sie nicht fahren, sondern stehen, dann fungieren als virtuelle Energiespeicher. Also mittlerweile ist das auch mehr oder weniger Realität geworden. Das war vor 8 Jahren. Also die Gebäude produzieren mehr Energie, als sie benötigen. Und das andere, wir haben die Topografie der Insel oder der Halbinsel ausgenutzt, um potenzielle Energie in Form von Wassermassen zu speichern. Im Prinzip ein integriertes System. Und dann haben wir aber in Forschungsprojekten, wie gesagt, Rethinking the City oder die Stadt neu denken. Wenn man merkt, mit den bestehenden Strukturen, die zu optimieren, da optimiert man das System, aber man kommt nicht zum Ziel. Man muss eigentlich die Stadt neu denken. Und dieses Forschungsprojekt ging in diese Richtung. Wir haben überlegt, Dienstleistungsgesellschaften sind ein Großteil unserer heutigen Gesellschaft. Die bestehen aus Bürogebäuden, aus Wohngebäuden, aus Verkehrswegen, aus IT-Systemen, also wie das alles miteinander zusammenhängt. Und wir haben simuliert diesmal nicht eine Stadt oder nicht Gebäude, sondern diese Gesellschaften, diese Unternehmen und überlegt zum Beispiel, wenn wir diese virtuelle Infrastruktur, die wir alle haben, womit wir alle heute arbeiten, also wir arbeiten überall und können, bedeutet, dass eigentlich der Energiebedarf zugenommen hat in den letzten 20 Jahren. Also aufgrund dieser Technologie, wir bauen die ganzen Data Center und so weiter, aber wenn wir diese virtuelle Infrastruktur anerkennen für das, was es ist und unsere physische Infrastruktur dann umändern, dass wir sagen, wir brauchen nicht überall so viele Büros und so, dann kann man die Stadt neu denken und im Prinzip es geht um den Nutzungsgrad. Also das heißt, das ist Hongkong am Sonntag und man sieht alles leer. In 12 Stunden ist das alles voll, ja, gerade in Hongkong. Aber nur als Beispiel, also bei uns in Europa ist es viel mehr. Ja. Wenn man überlegt, die ganzen Gebäude, die eigentlich die meiste Zeit leer stehen, die Straßen, die nur zu 2 Zeitpunkten am Tag benutzt werden, also der Nutzungsgrad ist sehr, sehr gering von der Infrastruktur. Räume, wir haben diese Einheit erfunden, Kubikmeter Stunden, also nicht Kubikmeter pro Stunde, sondern das Produkt von Raum und Zeit, um zu erfassen, wie intensiv eine Infrastruktur benutzt wird. Und was wir gezeigt haben, ist, dass im Prinzip dieses Neudenken bringt mehr als all die anderen Strategien mit Verkehrsmittel ändern und Energie produzieren von Gebäuden und Plus-Energie-Gebäude, all diese Dinge. Wenn man einfach neu konfiguriert, die Stadt, da liegt das Potenzial und das muss man eigentlich tun, um zu dem Ziel von 2000 Watt hinzukommen. Also die Stadt als Metabolismus begreifen mit den Inputs und Outputs, die wir kennen. Und wie bei den Gebäuden, was ich gesagt habe, die Performance oder die Energieeffizienz hat mit der Qualität zu tun, die man erreicht, in einer Beziehung zu der Quantität der Energie, die man zuführen muss, um diese Qualität zu erreichen. Man darf nie nur die eine Seite sich anschauen. Und dann weiter, dann überlegt man natürlich, wo kommt das ganze Essen her? Im Moment von irgendwo draußen wird geliefert. Und mit diesem Projekt Vertical Farm ist das natürlich auch etwas, was gerade in der Architekturwelt jetzt sehr, sehr modisch ist. Wir haben versucht, das Ganze energetisch zu betrachten. Also die Idee ist, dass man also Flächen für Lebensmittelproduktion vertikal stapelt, Land somit einspart und kontrollierte Bedingungen schafft und das ganze Essen wieder in die Stadt hineinbringt. Ja, das heißt, dass das Essen in der Stadt produziert wird, die Verkehrswege sind kurz. Der Energiebedarf ist aber sehr hoch, haben wir festgestellt. Also die Beleuchtungsenergie und im Prinzip, interessanterweise in diesem Projekt, was rauskommt, und es ist ein laufendes Projekt, wir entwickeln gerade ein prototypisches Vertical Farm für Wien in der Forschung. Aber im Prinzip ist es relativ einfach. Oben sieht man also die Vertical Farm Variante, unten die konventionelle Landwirtschaft.
Im Prinzip, wenn man davon ausgeht, dass um den Energiebedarf der Vertical Farm zu befriedigen, werden wir Energieflächen benötigen, also auch Land. Dann muss im Prinzip die Summe dieser beiden Landverbräuche weniger sein als der Landverbrauch der konventionellen Landwirtschaft von heute. Und wenn es mehr ist, dann ist das heißt, interessant ist, dass am Ende ist es nicht Geld, ist es nicht Energie, ist es im Prinzip Land, was im Prinzip das, also die Einheit des Vergleiches ist. Bei dem Ganzen, auch hier ein Projekt wie das symbiotische Beziehung, also ein Projekt mit Gallagher Meisel für Seoul, ein Hochhaus, wo, was ich meine mit symbiotische Wechselwirkungen sind, in diesem Fall zum Beispiel ein Hochhaus, wo die Luft in Seoul heiß und schwül im Sommer, wo die Luft hineinkommt in diesen Sky Gardens und dann gekühlt wird durch ein Grundwassersystem, das ausscheidende Kondenswasser der Vegetation zugute kommt, die trockene, gekühlte Luft den Menschen. Also wo man Natur wieder integriert in Gebäuden, wo Mensch, Natur und Technik, wo das symbiotisch, also wo jeder von dem anderen profitiert. Und um diesen wieder zurück in der Stadt dann in der Forschung weiterzudenken, also Hyperbuilding City ist ein Forschungsprojekt, wo im Prinzip, wo wir Strukturen entwickelt haben im Gedankenmodell, die alles von der Industrie, Wohnen, Büros, Parks, Food Production, also alles, was eine Stadt benötigt, integriert in Strukturen, wo nicht wie jetzt, wo die Bauernhöfe draußen sind, wo der Verkehr getrennt, wo es alles getrennt voneinander parallel abläuft, sondern die so miteinander zu verzahnen. Menschen, die Sauerstoff benötigen und CO2 emittieren, die Pflanzen andersrum, die Wasserkreislauf, also es alles zu verzahnen, sodass das symbiotisch ist. Hyperbuilding City, dann Projekte von den Studierenden, wo auf den ersten Blick das sieht wie typische Architektur, Utopien aus, aber eigentlich basierend auf diesen ganzen Energiemodellen sind. Und ich glaube, dass dieser Ansatz wichtig ist, ja, dass man, ich glaube, wir können mehr erreichen, als die jetzige Stadt bietet. Weil viele haben Angst, dass im Prinzip das Ganze nur ein Problem ist, das gelöst werden muss, während wir versuchen, das zu halten, was wir haben. Ich glaube, wenn man das neu denkt, könnte man eigentlich viel mehr. Und wenn ich das zeige in Europa, dann ist immer kommt der Einwand, das können Sie gerne in China machen, weil da werden sowieso Städte jetzt aus dem Boden gestemmt jeden Tag. Aber Europa ist fertig, ist schon gebaut. Und deswegen zeige ich dann diese ganz einfache Betrachtung, wo man sieht, in den nächsten 50 Jahren, wenn wir weiter so tun wie jetzt, ganz konservativ, wir bauen ein bisschen was ab, wir bauen ein bisschen was dazu, alle europäischen Städte wachsen, alles wird wenn wir weiter so tun, ganz normal Business as usual, in 50 Jahren ist die Hälfte der Stadt eine ganz andere Stadt, also die noch zu bauen ist. Das heißt also, wenn man sagt, es ist alles schon da, wir müssen nur noch sanieren, Europa ist nur bauen im Bestand, das stimmt einfach nicht, ja, weil man muss denken weiter als morgen. Und das heißt eigentlich, dass jede Stadt, ob das Wien oder München oder London oder jede Stadt eigentlich muss einen Masterplan haben für die Stadt der Zukunft in 50 Jahren. Weil alles, was wir tun, jeder Fragment, alles, was wir hier sanieren oder dort neu bauen, das sind die Fragmente der Stadt der Zukunft. Und leider ist das etwas, was viel zu wenig passiert. Und das versuchen wir auch in echten Projekten auch zum Teil vorzuschlagen. Das war in Berlin gleich Dreieck, wo wir das tatsächlich auch, also vieles, was wir denken, vorgeschlagen haben, wie man das tun konnte mit Coop Himmelblau, hat natürlich in der ersten Runde, werden wir rausgeschmissen, aber trotzdem wichtig, dass man sozusagen solche Impulse liefert. Das ist im Prinzip, das ist das neue Buch. Das ist im Prinzip die Stadt und Energie, die kurze Statement. Ja. Vielen Dank. Danke, Brian. Ich eröffne natürlich die offene Diskussion mit einer
Vielleicht mit einem Nachhaken. Uns interessiert natürlich, also wo du jetzt zum Beispiel nicht so sehr eingegangen bist, Herr Nahles, nicht? Wie saniert man denn einen Gründerzeitblock? Was ist denn die... Also bei dem Smart Block, meine ich. Beim Smart Block. Also wie du sagst, nicht? Man sagt, die Stadt ist eigentlich hier fertig gebaut, was können wir denn hier noch großartig tun? Nicht? Ja, also wie gesagt, bei dem Projekt war interessant, es hat, natürlich kann man den Block sanieren, aber nicht, wenn die Leute, die da drin wohnen, das nicht wollen. Ja? Das war das Problem. Ja? Also die Leute wollen nicht sanieren und die weigern und dann geht einfach nichts weiter. Und man sitzt und sagt so, ja, aber wenn sie nicht wollen. Und daher war die Aufgabe schon sehr einschränkend, wie gesagt, am Anfang. Aber eigentlich war dann interessant, weil wir haben rausgefunden, obwohl es eigentlich gar nicht die Aufgabe war, Finanzierung, die Schraube dort ist eigentlich, wie motiviert man? Was wir getan haben, ich weiß nicht, ob es weitergehen wird, aber unsere Lösung war, wir haben die Energieversorgung so umstrukturiert, dass mit der Schraube Energieversorgung das Ganze schon, ich weiß nicht mehr, wie viel besser wird, aber die Hälfte, also 50% besser wird. Und im Prinzip musste das Modell so sein, dass die Stadt im Prinzip das den Nutzern erstmal schenkt, ja, aber dass man einen Vertrag eingeht, wo die sich verpflichten, innerhalb von, ich glaube, 10 Jahren, ne, zu sanieren. Ne. Das heißt, erstmal macht man einen Schritt, was eine wesentliche Verbesserung bringt. Und zweitens holt man die Menschen ab, weil wenn es heißt, nächstes Jahr muss man sanieren, ist es was anderes, wenn man sagt, unterschreib und in den nächsten 15 Jahren, dann wird das passieren. Ja, dann, und im Prinzip war es eine Win-Win-Situation. Ja. Und, aber es ging schon zuerst einmal um ganz banal die thermische Qualität der Gebäudehülle. Erstmal lassen wir das. Nur die Energieversorgung. Nur das System. Also nur die Energieversorgung. Ja. Aber indem das CO2 viel, viel besser ist, dann erstmal ist es eine radikale Verbesserung. Ja. Und alle anderen haben gesagt, das kann man nicht machen. Man muss zuerst die Hülle sanieren und dann, also die klassische Bauphysikale, ja, wie man das macht. Ja. Erstmal die Hülle und dann die, ja, und letzt die Gebäudetechnik. Ja. So, und dann stellt man fest, die wollen nicht, also das heißt, wir gehen alle nach Hause. Ja. Und ich habe gesagt, also, wieso gehen wir nach Hause? Wir können doch von der anderen Seite schon anfangen. Ja. Und, aber wichtig ist, und die Stadt denkt zuerst natürlich, wieso, aber der Gedanke ist, auch die Motivation, das ist wichtig, so einen Vertrag zu schließen, die Motivation für die Anwohner, etwas einzugehen, wo sie sich verpflichten auf längere Sicht. Und dann kann man einen Masterplan aufstellen. Ja, aber wie sanieren Sie bitte? Wie sanieren Sie den Gründerzeitblock? Bitte vielleicht ganz kurz warten aufs Mikrofon, damit alle, die via Livestream unterwegs sind, okay, auch vielleicht Ihren Namen und Ihre Frage mitbekommen. Ja, mein Name ist Schedi. Ich möchte nur wissen, jetzt reden wir von einem leerstehenden Gründerzeitbau mitten in der Stadt, in der schönen Wiener Stadt. Okay. Wie sanieren Sie den? Das würde mich interessieren. Okay, das ist eine zweite Frage. Ich weiß, die Fotos hat man gesehen. Nur ein Teil ist wirklich Gründerzeit erhaltenswert. Ja. Also viel ist aus den 50er und ja, also weiß nicht, ob ich das wieder so schnell finde, aber das ist das Nächste, ja, weil die Frage, die Sie ansprechen, alle haben gesagt, ja, aber wie? Ja, das sieht man, ja, es ist nicht alles, es ist ein Block, es sind viel, was man ohne, also architektonisch oder bauhistorisch gar kein Thema, ja. Nur die Bewohner wollen nicht. Und diese zweite Frage ist natürlich auch interessant. Wie macht man das wirklich und man weiß zu wenig? Und das ist auch der Vorteil, dass man das so angeht. Dann hat man mehr Zeit zu erforschen, wie kann man auch die historisch wertvolle Bestand sanieren. Ja? Wissen, das heißt in 10 Jahren wissen wir wahrscheinlich auch mehr darüber. Eine Antwort ist auch das Headquarter von der Volksbank zum Beispiel. Nicht? Also geht ja schon auch da hat sich mit einem einzigen Architekturzug die ganze Kompaktheit des Gebäudes verändert, noch ohne dass irgendwie die Fassade. Also wir haben ein neues Museum zum Beispiel mit David Chipperfield saniert. Also wir haben mit Ordner, habe ich gerade, also mit dem Bestand muss man halt, je nachdem, was für ein Bestand es ist, natürlich ganz spezifische Lösungen finden. Ja, das ist aber nicht die Schwierigkeit bei dem Projekt. Die Schwierigkeit ist schlicht, keiner will sanieren, keiner will ausziehen, keiner will den ganzen Ärger. Entschuldigen Sie,
eine Frage, wenn das Haus leer ist, ein Haus der Gründerzeit in der Innenstadt, wie wollen Sie das machen? Ich will nur wissen, das müssen Sie ja den Leuten, die da wohnen, irgendwann auch mal. Und jetzt möchte ich es wissen, wie sanieren Sie ein Gründerzeithaus, ohne es zu ruinieren? Ja, was würden Sie vorschlagen? Nein, Sie sind der Experte. Ich bin eine Bürgerin. Aber ich will einen konkreten Vorschlag von Ihnen. Aber ich habe nicht gesagt, dass die saniert werden müssen. Historisch wertvolle Gebäude, wovon es sehr wenig gibt. In Wien? Ja, wenn man das Ganze... Also, was Sie sehen hier ist, 80-90% kann man gleich sanieren. Ja, ist gar nicht wertvoll. Das ist alles so. Das, was wirklich wertvoll ist, muss man genau anschauen. Neues Museum mit David Chipperfield, vielleicht kennen Sie das. Ja? Man muss behutsam mit den wirklich historisch wichtigen Gebäuden umgehen. Das ist keine Frage. Ja? Und da habe ich keine Patientrezept, das machen wir so. Die Frage ist, ob jedes Haus saniert werden muss. Ja, dass man natürlich nicht alles einpackt, das ist egal. Wenn Sie das gesamte Bild anschauen, von der gesamten Stadt, und Sie haben eine Bausubstanz, das macht vielleicht 5% oder 3% der gesamten Stadt aus. Es ist viel, was überhaupt keine historische Wert hat, aber trotzdem ist dann nicht wert. Das ist alles Ausreden. Herr Christian Kühn von der TU Wien. Ich hätte eine Antwort an die Frau Schede, die gefragt hat, wie saniert man ein Gründerzeithaus? Es gibt vom Denkmalamt eine relativ dicke Broschüre, die sich damit beschäftigt, wie das funktionieren kann. Die geht aus vom Heizsystem, Kellerdecke, Decke des Dachbodens und that's it. Und angesichts der tatsächlich relativ geringen Anzahl dieser Bauten kommt man damit einen Schritt weiter, ohne dieses Gebäude ruinieren zu müssen. Also es gibt Absurditäten wie aus Styropor nachgemachte Ornamente, die man dann außen drauf kleben kann. Das gibt es auch, aber das ist natürlich völlig wahnwitzig. In Wirklichkeit kann man die Dinge im Wesentlichen lassen, wie sie sind, und mit ein paar Maßnahmen einen ziemlichen Sprung nach oben schaffen. Ja, ja. Ja, das ist nicht die Frage wirklich. Gibt es Fragen? Keine weiteren Fragen? Dann hätte ich natürlich noch Fragen. Zum Beispiel die Frage nach der Vertical Farm, ja, finde ich ein spannendes Thema. Noch dazu, wo ja in Wien die erste Vertical Farm stand, interessanterweise. Ihr habt bei der Forschung verglichen den Energieverbrauch des Landes und Energieverbrauch, den ich brauche, um die Vertical Farm zu versorgen. Ich glaube, das geht sich dann irgendwie zugunsten der Vertical Farm aus derzeit noch. Ja, ja, gerade noch. Meines Erachtens müsste man dann aber auch noch die Fläche, die das Hochhaus beeinträchtigt, in irgendeiner Form berücksichtigen. Ja, ja. Also es verschattet, es... Oder aufwertet. Oder, ja, das ist natürlich die Frage. Ja. Ja. Aber da muss man sagen, wir stehen am Anfang. Ja. Weltweit ist das Ganze etwas, was sehr viel geredet wird. Es wird sehr viel, aber sehr wenig erforscht. Ja. Und es ist sehr komplex. Was wichtig ist für die Architektur oder für die Stadt ist, wenn das tatsächlich ein Teil der Zukunft sein sollte, dann wird das für die Stadt sehr wichtige Konsequenzen haben, weil im Prinzip sind das Industriegebäude, die sonst eigentlich vor der Stadt, also draußen stehen. Aber der Sinn einer Vertical Farm ist, dass es eigentlich in der Stadt stehen muss, ja, weil dass es keine Verkehrswege gibt, das Essen ist in der Stadt. Und daher wird das für die Stadt auch städtebaulich eine sehr markante Konsequenz haben. Nicht? Also das sind sichtbare, große Gebäude. Ja. Wir werden sehen, ob es gibt viele, also viele sagen, oder haben am Anfang gesagt, so, das ist alles, hat mit der Natur nichts zu tun und wir wollen unser Essen so wie jetzt immer noch vom Feld und so. Und diese Leute zeige ich auch gerne die Bilder von den heutigen Bauernhöfen, wo das Essen wirklich herkommt. Und wenn man schaut und vergleicht mit der Vertical Farm, ist eigentlich viel natürlicher Vertical Farm. Ja.
Weil der Vorteil ist natürlich, dass man hier mit viel weniger Fertilizer und Pestiziden und Chemikalien und all diese Dinge umgehen kann, weil das kontrolliert ist. Man kann 2-3 Mal im Jahr anbauen, es gibt schon viele Vorteile. Nachteil ist eigentlich nur, dass der Energiebedarf riesig ist. Wir haben eine Frage. Ja, mein Name ist Gerhard Kendl von der Burghauptmannschaft Österreich. Ich habe eine Frage, wie schaut das aus mit dem EU-Gesetz 2020, dass es ja nur mehr Plus-Energiegebäude oder mindestens Null-Energiegebäude gibt ab 2020. Haben Sie da irgendein Rezept dazu? Rezept habe ich keine. Aber das habe ich kurz gezeigt hier. Es ist interessant, nebenbei zu merken, das sind die Ergebnisse für diese Typologien, also Einfamilienhaus, Perimeterblock, also Blockrandbebauung und Hochhäuser, für diese 4 Standorte, Helsinki, Dublin, Wien und Athen. Man sieht, überall schafft man es mit einem Einfamilienhaus plus Energie oder neutral zu sein. Ja? Und bis vielleicht 2 Geschossen, aber darüber hinaus ist es eigentlich mit den jetzigen Strukturen, also es ist wie mit der Stadt neu denken, eigentlich unmöglich. Ja? Die EU sagt ja, alles muss, aber das kann man mit so einem Blatt Papier und einem Bleistift und einem iPhone, also man braucht kein Simulationsprogramm, kann man ausrechnen, dass es eigentlich unmöglich ist. Dieser Universitätscampus, was wir in Heidelberg gerade oder hier MedCampus in Graz, all diese Projekte, der Energiebedarf der Nutzung ist einfach so hoch, ja, dass es völlig unmöglich ist, die mit Solar plus Energie zu machen. Ja. Deswegen heißt es auch nearly zero. Okay. Und weil das irgendwann, und dann jedes Land probiert dieses nearly zero in Richtung nearly unendlich zu schaffen. Ja. Im Prinzip, manche Länder sind wieder gelandet, eigentlich, wo sie jetzt eigentlich schon sind. Also das Ziel ist, dahin zu kommen, wo wir jetzt schon sind, weil dann gewinnt man politisch natürlich. Also ja, das ist ein schwieriges Thema. Ja. Ich persönlich, privat, habe mir das erste Plus-Energiehaus in Wien 2011 bereits verwirklicht. Ich zeige Ihnen dann mit Energiestatistik. Wohngebäude. Ein Wohngebäude, ja, Wohngebäude. Ein Einfamilienhaus, ja. Das Wohngebäude, ja. Das ist im Einfamilienhausbereich natürlich möglich. Aber sobald man moderne Strukturen, und das ist physisch so, dass die Anzahl der Geschosse limitiert ist, ja, weil es geht wieder auf das Land. Man hat nur so viel Land, die Sonne scheint, jetzt hat man, je nachdem, was der Wirkungsgrad ist, das ist das Limit. Ja. Jetzt bevor darf der Energiebedarf nicht höher als das. Entschuldige, wenn ich da kurz unterbreche, was mich jetzt brennend interessieren würde bei deiner Recherche zum Einfamilienhaus, ist der Transport drinnen in irgendeiner Weise? Mobilität? Ja, ja, ist alles. Ist das drinnen. Also trotzdem, nicht in der Statistik. Ja, diese, aber trotzdem wäre es quasi in der Einfamilienhaussiedlung noch eher möglich als mit der dichten Stadt sozusagen. Das zeigt nur, dass die Differenzen nicht so wahnsinnig hoch sind, wie man erstmal denkt. Ja? Ja. Es ist immer noch nicht so, also das Einfamilienhaus ist nicht die Lösung. Ja? Ja. Es zeigt nur, ich finde es wichtig, dass man diese Dinge einfach aufzeigt, dass man einfach nicht diese, was ich nenne, konventionelle Weisheiten. Ja? Man denkt, man weiß schon, wie das alles zusammenhängt. Einfach aufzuzeigen, dass es gibt ein optimales Maß der Verdichtung und darüber bringt eigentlich gar nichts mehr. Man verlagert nur die Energieproduktion nach außen. Wir haben hinten und dann erst in der Mitte. Mein Name ist Margit Gragaber, ich bin Architektin. Was mich in dieser ganzen Untersuchung immer interessiert, wir betrachten ja immer eigentlich, oder hauptsächlich wurde immer die Betriebszeit eines Gebäudes betrachtet. Fließen in Ihren Untersuchungen, ich nehme an, es fließt ein, auch die Ressourcen, weil wir müssen ja auch Photovoltaikzellen erstellen, wir müssen auch Solarzellen, was auch immer produzieren, sind ja auch Ressourcen. Und was ich jetzt beobachte und was mich jetzt ein bisschen irritiert, weil beim letzten Bürogebäude LEED-Zertifizierung war da
Einsatz von haustechnischen Anlagen derartig hoch, dass ich mir nicht vorstellen kann, dass das in irgendeiner Weise energieschonend ist, weil irgendwer muss ja auch diese ganzen haustechnischen Einrichtungen produzieren, und das sind ja auch Ressourcen, die wir verbrauchen. Ja, genau. Ja. Nein, das ist also, wäre in dem sonstigen Vortrag über Gebäude wäre ein Schwerpunkt gewesen. Ja. Also klassisches Beispiel, was wir vor 10 Jahren gezeigt haben, Doppelfassaden. Weil damals war, also viele Doppelfassaden wurden gebaut, und es wurde ökonomisch berechnet, wie lange dauert es, bis das ökonomisch ist rentiert. Fast nie. Aber was wir dann untersucht haben, wie lange dauert es, bis es energetisch amortisiert. Ja, also bis die Embodied Energy, also die Herstellungsenergie der zweite Halt, wie, also über die eingesparte Energie im Gebäude ausgezahlt wird. Und bei den meisten untersuchten Objekten waren das ungefähr 25 Jahre. Also ungefähr die Lebensdauer einer Fassade, mehr oder weniger. Ja. Das heißt, lohnt sich eigentlich nicht wirklich. Und deswegen aber in der Praxis zum Beispiel, wir entwickeln Gebäude zum Teil mit Doppelfassade, wo wir dann sagen, wir machen die Fassade dann so effektiv, dass wir die mechanische Luftung komplett rausnehmen. Oder die Heizung komplett raus. Also ganze Systeme muss man herausnehmen, dass man die Herstellungsenergie dieser Systeme dann wieder gegenrechnen kann. Ja. Im Prinzip, das ist wichtig, wenn wir in der Architektur etwas mehr einbauen, ob das ein Atrium ist oder ob das eine Doppelfassade oder irgendwas, was Energie sparen soll. Man muss schauen, dass man irgendwas anderes rausnehmen muss dafür. Ja. Wir können nicht immer neu additiv Systeme dazugeben. Und das ist das, was im Moment passiert. Ja, mit den, gerade im Wohnbereich, ja, wo die Hülle wird komplizierter. Dafür brauchen wir eine Lüftungstechnik, die kompliziert ist. Und es wird System, also aufeinander gestapelt, und keiner denkt, wann amortisiert sich das Ganze energetisch. Bitte den nächsten. Darf ich noch eine abschließende Frage dazu? Was mich auch noch interessiert, ist, auch die Mobilität steigert immer mehr. Gerade im Bürobau ist es doch auch so, dass die Firmen ständig wechseln, und was wir uns dann auch immer wieder einholt, ist, dass ein Gebäude, bevor es überhaupt fertig genutzt ist, schon wieder 5-mal umgebaut wurde, weil irgendein neuer Nutzer kommt, weil es nicht den Anforderungen entspricht, weil es uns nicht gefällt, weil es grün ist und nicht gelb. Wird das auch in Zukunft berücksichtigt? Also wenn wir diese Betrachtungen machen, die Sanierung, wir haben Ansätze dafür. Wir sagen, das wird eine Lebensdauer von so viel haben und so. Wenn Sie, weil die Farbe Ihnen nicht gefällt, das dann machen, das können wir natürlich nicht so mit einbeziehen. Ja? Aber wenn wir die Herstellungsenergie betrachten, dann schon mit den ganzen Sanierungen, die laufenden passieren mussten. Bis hin und wo das dann entsorgt wird am Ende. Also die komplette Lifecycle. Und übrigens ist das etwas, was sehr, sehr komplex ist. Und das ist trotzdem, ich finde es wichtig, dass man das auch mit einem groben Ansatz macht. Lieber das ganze Bild, also die Big Picture mit einem groben Ansatz, wo man sieht, man sieht oft gleich, was sich nicht lohnt. Viel zu oft fängt man an und sagt, okay, da muss man Lifecycle Analysis um, jetzt die Schrauben. Und dann Rahmen. Und am Ende dann weiß man gar nicht mehr, weil es natürlich zu komplex ist. Und das ist gerade, weil in der Architektur viel passiert am Anfang. Man hat nicht die Zeit, alles zu simulieren und so. Daher muss man Intuition aufbauen, und man muss im Prinzip mit einfachen Berechnungen, wie gesagt, vieles kann man gleich sehen, das wird sich nicht rentieren. Das ist wichtig auch in der Lehre für die, also zukünftigen Architekten, dass man dieses Wissen gibt, dass man dieses Big Picture, also viel zu sehr haben wir uns spezialisiert in den letzten 20, 30 Jahren. Also alle, ja, es gibt immer mehr, das ist mein Problem, und natürlich auch die Haftungsfragen und so weiter. Und jeder sagt, ich kümmere mich um das, du um das. Und was fehlt ist eigentlich, deswegen, was wir machen im Energy Design ist im Prinzip das ist eigentlich etwas, was bei jedem Bauvorhaben seit Anfang an eigentlich dabei sein muss. Ja? Aber es ist nicht so. Wir entwickeln das Energiekonzept also über die Architektur, Grundriss und Schnitt und Fassaden, über die Gebäudetechnik, über die Energieversorgungssystem. Ein Energiekonzept, das das Ganze eigentlich darstellt. Und, aber wie gesagt, das ist etwas auch in der Ausbildung. Also die jungen Leute kommen immer mehr
also sich zu spezialisieren, spezielles Wissen, aber keiner hat den Überblick und keiner will es auch. Ja? Dabei ist es gar nicht so kompliziert. Thomas Tietz, Stadt Wien, von der Ausbildung her Raumplaner. Eine Anmerkung und eine Frage. Die Anmerkung, wenn ich Ihre Grafik hier richtig interpretiere, ist FAR ja Englisch für Geschossflächendichte. Und wenn da der optimale Energieverbrauch in einem Bereich von 2 bis 3 ist, dann reden wir hier jedenfalls keinesfalls über etwas, was einem Einfamilienhausgebiet entspricht, sondern durchaus über urbane städtische Dichten, um das nur klarzustellen. Danke. Meine Frage. Die Stadt Wien hat sich ja so wie sehr viele andere Städte das Ziel gesetzt, Autoverkehrsanteile zu reduzieren. Nicht auf null, aber ich glaube von 40 auf 20% innerhalb eines 15-Jahres-Zeitraums. Jetzt haben Sie in Ihren Forschungen oder in den Forschungen auch in den Dissertationen, die Sie jetzt vorgestellt haben, erwogen, inwieweit ein Effekt, dass man mit geringerem Autoverkehrsanteil allenfalls auch ein günstigeres Verhältnis zwischen Brutto- und Nettodichten, also mit weniger Flächenverbrauch für Straßennetze durch im Schnitt schmälere Straßen und was das dann, wie sich das auf Ihre Rechnung auswirken würde. Haben Sie das berücksichtigt irgendwie? Das ist im Prinzip bei dem Projekt passiert. Also indem wir im Prinzip die Stadt neu konfigurieren. Ja? Das heißt, das Bürogebäude werden viel kleiner, die werden viel mehr zu Kommunikationszentren. Also da treffen sich die Leute, das ist natürlich, wir wissen, es kann nicht alles im Internet sein. Ja? Aber das, wo die Menschen sich treffen, das ist das. Und sonst können die Menschen zum Teil zu Hause arbeiten. Das bedeutet natürlich, dass die Wohngebäude dann schon andere Wohngebäude sind als heute, also wo man tatsächlich arbeiten kann. Und dann, die Transportwege reduzieren sich zwangsläufig. Ja? Das, wie gesagt, das ist etwas, was man natürlich nicht morgen umsetzen kann sofort, aber das ist im Prinzip die Richtung. Anzuerkennen, dass wir eine virtuelle Infrastruktur mittlerweile schon aufgebaut haben, die bedeutet, dass wir unsere physische Infrastruktur nicht so bauen müssen wie vor 100 Jahren. Was wir im Prinzip tun. Wir bauen wie vor 100 Jahren weiter mit Straßen und nur wir bauen die Straßen breiter und wir bauen Datencenter dazu, wir bauen die Wohnungen größer, damit man auch dort ein Arbeitszimmer hat, aber trotzdem arbeiten geht. Also wir bauen eigentlich nur alles mehr, um diese virtuelle Infrastruktur aufzunehmen, statt zu überlegen, nutzen wir diese Infrastruktur und konsequenterweise müssen wir die physische Infrastruktur anders dann gestalten. Das ist eigentlich. Das heißt, in Zukunft müsste eigentlich in die Stadtplanung auch dieser Aspekt viel stärker einfließen. Wir haben beim nächsten Stadtfinden ja auch das Thema Smart City. Wir haben, Melinda, wir haben vorne, bitte. Ich bin eh da, aber der Herr okay, Kühn war zuerst. Ich glaube, zuerst war Stefan Garer vor dir. Ich habe ihn gesehen. Danke. Dankeschön. Stefan Garer, Gemeinderat in Wien. Sie haben davon gesprochen, jede Stadt braucht einen Masterplan für sozusagen die Stadt der Zukunft. Welche Städte, würden Sie sagen, haben so einen Masterplan, wo Sie sagen, in die Richtung, an dem sollte man sich orientieren? Gar keine. Okay. Zweite Frage dazu. Ich meine, das Spannende ist, wenn ich das from the scratch baue, dann ist es natürlich vom Design her relativ leicht. Wenn ich aber eine solche Stadt, am Beispiel jetzt von Wien, mit den unterschiedlichsten Strukturen, Sie haben ja einen Stadtteil ja auch hier gezeigt, der Transformationsprozess ist ja das Schwierige, auch im sage ich, gesamtpolitischen Kontext. Was sind da Ihre Empfehlungen? Also meine Empfehlung da ist, es ist nicht so, man muss im Prinzip alles wegdenken, um zu einer Lösung zu kommen. Und dann muss man wieder einblenden, was alles schon da ist. Das ist das, also ich merke das oft, man ist so, ja, also man, es erschlägt einem, was alles schon da ist und was kann man jetzt, das kann man, da kann man nichts. Man muss im Prinzip Tabula Rasa im Kopf machen und überlegen, was wäre die Zukunft optimalerweise und dann überlegen, was haben wir für Bausteine, was kann man belassen, wie kann man das weiterentwickeln. Aber man muss das schon im Kopf, man muss sich befreien. Ja? Und wie gesagt, man muss auch anerkennen, ja, dass natürlich, was ich am Anfang gesagt habe über Wien und viele andere Städte, da sind vieles, was wertvoll ist, ja? Was behalten wird, also genau in der Form, aber vieles. Der Löwenteil steht zur Verfügung, ja? Muss und es wird sowieso gemacht, es passiert sowieso. Ja? Und das muss man einfach
Man muss es bewusst machen. Ne? Man macht es sowieso. Wenn man draußen geht, es passiert jeden Tag, es wird saniert, es wird neu gebaut. Es gibt keine Stadt in Europa, das nicht eigentlich wächst. Ja? Trotz, ich meine, wir haben diese ganze Diskussion schrumpfende Städte in Ostdeutschland und so, aber Wien ist im Wachsen, Graz ist im Wachsen. Also, und auch in Städten, wo es angeblich kein Wachstum gibt, die physisch wachsen die alle. Und daher muss man einfach einen Plan haben. Das heißt, wo wollen wir hin in 50 Jahren? Weil das kann man nicht in einem Tag. Da muss man die Fragmente schaffen bis zu dem Ziel. Das ist komplex. Daher sage ich, es gibt keine Stadt mit einem solchen Plan. Wieso? Es natürlich hängt mit unseren politischen Systemen zusammen. Natürlich auch. Ja. Deswegen, Design und Energy in meinem bedeutet, also es geht um alle Strukturen bis hin zu politischen. Natürlich, solche Dinge sind Dinge, die nicht in 4 Jahren umgesetzt werden können. Ja. Das dauert natürlich länger. Wir hatten in der letzten Reihe, glaube ich, noch einmal Christian Kühn. Ich hätte noch eine Frage zur Produktionsseite der Architektur der Energie. Wir hatten vor ein paar Wochen einen Vortrag hier an der TU von Mike Schleich, der ist Professor für Bauingenieurwesen in Berlin und der Sohn von Jörg Schleich, der diese Solarkraftwerke in der Sahara entwickelt hat mit großen Türmen und dann Wasserstoffproduktion und Distribution. Und Mike Schleich hat gemeint, seine Erwartung ist für 2050, dass es dann eigentlich genug Energieproduktion aus nicht fossilen Quellen geben wird und dass man dann wieder bauen kann wie Miss Van der Rohe und die Energie also sehr großzügig aus dem Fenster hinausblasen kann. Das spricht jetzt alles nichts gegen Anstrengungen zur Reduktion von Energie, aber wie ist Ihre Prognose oder welche Parameter gibt es für die Prognose Energieproduktion 2050, unabhängig von der Frage, wie überleben wir bis dahin. Aber eine Aussage war auch, dass man an Solarzellen nicht mehr als die Fläche Spaniens bräuchte, um den Weltenergiebedarf zu decken. Habe ich nicht überprüft und es ist eine große Fläche, aber wie schauen diese Dinge jetzt aus, wenn man sie eben von der Produktionsseite von Energie her betrachtet? Also ich habe die Berechnung für Europa neulich gemacht, ich glaube, Portugal braucht man ungefähr für Europa. Ja? Also es ist natürlich, man sagt dann eine Zahl, ein paar Prozent, dann denkt man, jo, das geht leicht. Aber wenn du Portugal bist, ist nicht so schön. Ja? Und außerdem, wenn wir uns abhängig machen von irgendeinem afrikanischen Staat, das die Energie liefert, das sind andere Fragen. Ja? So leicht ist das nicht. Es ist komplex. Wenn man versucht, in Österreich zum Beispiel das zu tun, dann sieht man, es kommen also riesige Flächen, ja, die man benötigt. Das ist im Prinzip, was bei diesen Forschungen, was wirklich rauskommt, ist, dass die Einheit des Vergleiches ist eigentlich Land. Ja. Also wie gesagt, Faktor 1000 für Biomasse verglichen mit Öl und Kohle. Ja. Also das ist viel Land. Ja. Und natürlich, Wasser ist auch eine Einheit, die begrenzt. Aber es ist nicht Euro, es ist nicht Energie. Wenn man genug Land hat, kann man Energie produzieren. Aber Land ist nicht umsonst da. Also der Verbrauch an Land ist dann enorm. Und dann sind, wie gesagt, andere Fragen. Das ist natürlich, was ich gar nicht angesprochen habe, aber man kann so viel Energie produzieren, aber speichern muss man dann tun. Bedarf und Angebot, all diese Dinge. Ich wäre vorsichtig zu sagen, dass wir finden die Lösung, wo wir dann wie die Nationale Galerie in Berlin dann wieder bauen können und nur anzapfen an einer neuen Energiequelle. Ja. Einfach, weil es auch verschwenderisch ist und eigentlich nicht so... Ja. Nicht so ja. Und übrigens, die Energie, die man benötigt, ob die Sahara leer ist. Ne? Ja. Die Energie, die man benötigt, um diese ganze Infrastruktur aufzubauen, muss man auch mit einbeziehen. Ja? Und dann hat man nicht 100 Kilowattstunden pro Quadratmeter und Jahr Photovoltaik, sondern 70. Ja? Weil man dieses muss die Energie erzeugen, auch für den Ersatz, der dann nachher gebaut werden muss. Also okay, wir haben noch eine Frage. Ich denke, es ist möglich, weil dieses Haus ist kein Neubau, das ist generalsaniert worden. Und das ist das erste Plus-Energie-Büro-Hochhaus in Wien. Und hier in diesem Gebäude ist es möglich, nicht Neubau, kein Neubau. Und das ist ein Plus-Energie-Gebäude. Ich denke,
viele denken ein bisschen zu kompliziert. Danke. Was heißt Plus-Energiegebäude hier in diesem Fall? Weiß einer das? Ja. Was heißt das? Es erzeugt mehr Energie, als was hier verbraucht wird. Ja, aber wird. Was wird berücksichtigt? Die alles. Das kann nicht sein. Ja. So gibt es Herren aus der TU Wien von der Haustechnik, die zeigen Ihnen das. Auf diese Statistiken, man blendet die Nutzung aus zum Beispiel. Wenn man Institute hat, Labore, die einen Strombedarf von 200 Kilowattstunden pro Quadratmeter im Jahr haben, nur an Strom für die Geräte, ja? Zum Beispiel. Ja? Also ein richtiges Plus-Energiegebäude musste nicht nur den Energiebedarf der Heizung, nicht nur der Kühlung, nicht nur der Lüftung, nicht nur der Beleuchtung, sondern auch der Nutzung und eigentlich den Energiebedarf für die Herstellung des Gebäudes und der Anlagen, die die Energie erzeugen, auch noch. Denn es ist wirklich ein Zero-Energy-Building. Und das sind alles so Begriffe, die in der Zeitungen benutzt werden, plus Energiegebäude, wo, wenn man wirklich hinschaut, die Heizung wird abgedeckt. Ja? Vielleicht die Kühlung. Scherz von der Initiative Denkmalschutz, aber das tut in dem Zusammenhang nichts zur Sache, weil ich glaube, das ist Rabulistik, wenn ich sage, plus Energiehaus und jetzt packe ich den Rucksack so voll, dass er das nie schaffen kann. Es ist doch schon gut, wenn der Weg dorthin so natürlich, ist, dass ich den Energiebedarf größtmöglich decke und damit können doch eigentlich natürlich alle zufrieden sein. Nein, das ist nicht. Ich glaube, dieses Haus ist ein gutes Beispiel. Ich habe es nur aus der Historie heraus. Da wurde der Umweltpreis, glaube ich, oder was wurde hier verliehen, war der Europäische Solarpreis, ja, ja, in Honorierung also dieser Bemühungen von der TU. Also ich finde es auf alle Fälle nachahmenswert, gut, und man sollte also wirklich eher Mut machen und Schwung hineinbringen, als zu sagen, naja, aber wenn Sie das auch noch bedenken und das auch, dann geht sich das nicht mehr aus, und wenn Sie noch die Geräte und vielleicht noch den zukünftigen Abbruch hinein, natürlich, aber da geht sie bei keinem Haus mehr. Natürlich ist das ein Abbruch noch hinein. Nein, das ist nicht gegen dieses Haus, oder natürlich ist das gut, ja, aber man sollte nicht dann sagen, wir können die ganze Stadt so bauen und dann haben wir die Lösung, ja, weil das ist einfach, da macht man eine falsche Rechnung. Man soll sie nicht belügen, nicht darum geht. Haben wir noch Herr Christoph, bitte. Ja, Christoph Mayhofer, Architekt in Wien. Ich wollte nur noch zu dem, wir merken es ja in dieser Diskussion, wir kommen beim Energiethema sofort sehr ins Technologische. Und wir sind ja beim Nachdenken über das Thema Energie im Zusammenhang mit Stadtplanung draufgekommen, dass das vielleicht das Technologische eher ganz am Schluss steht. Wir glauben, dass wir im Sinne eines Städtebaus unser Denken verändern werden müssen und eher einwirken werden müssen, auf die Menschen ihr Denken zu verändern. Wenn wir sagen, die Qualität ist einer Stadt, zeigt sich in der Möglichkeit an der Teilhabe. Das heißt, wie viele Menschen können in dieser Stadt an allen Dingen teilhaben, unabhängig von Alter, von Geschlecht oder von wirtschaftlichen Möglichkeiten, dann ist man sehr weit weg schon von der Technologie, weil die können sich eben nur gewisse Leute leisten. Das heißt, ich glaube, das geht von der Ernährung angefangen, ein bisschen haben wir darüber gesprochen, bis natürlich in die Mobilität hinein. Ohne ein Umdenken, ein grundsätzliches Umdenken der Menschen wird sich das Energiethema nicht lösen lassen. Und daher meinen wir sind zwar jetzt Architekten, Stadtplaner, Freiraumplaner und auch viele Techniker dabei, aber das Entscheidende wird sein, werden wir es schaffen, die Menschen so zu beeinflussen und natürlich auch uns selbst, dass wir so weit umdenken, dass die Stadt der Zukunft überhaupt noch eine Stadt der Teilhabe sein kann. Mhm. Ja. Also, und wie gesagt, es geht eigentlich es bringt nichts, eine Null-Energie-Stadt, wo man nicht leben will, zu schaffen. Ne? Auch ein Gebäude, also das ist dann schon komplex, es hilft nichts, es ist komplex, aber man soll keine Angst haben. Und das ist der Ansatz bei allen, auch bei den Bauprojekten. Ja?
wenn wir eine Universität bauen, es geht, wieso bauen wir Universitäten? Ja, es geht darum, und wenn man versucht dann auszurechnen, wie viel Energie am Ende das benötigt, was die Kosten sind und die Herstellung. Man muss natürlich aber auch schauen, wenn zum Beispiel eine Universität, wie viel von der Torte der Kosten, rein ökonomisch gesprochen, die Gehälter sind, ja, und die Menschen, die ausgebildet werden und die ökonomischen Folgen von dem, das muss man auch betrachten. Ja. Und das Gesamtsystem ist einfach dann schon komplexer. Die Qualität, wenn die Qualität 2% besser ist und dafür 50% mehr Energiebedarf hat, es kann sein, dass es ökonomisch, ökologisch, holistisch betrachtet trotzdem besser ist. Stefan Garre. Ja, ich möchte nochmal auf dieses Gebäude zu sprechen kommen. Ich denke, das ist insofern schon wichtig, weil dieses Gebäude ist erstens 20er Jahre, also 80, 90 Jahre alt. Insofern spannend, was Retrofitting betrifft. Und der wesentliche Punkt hier, warum sich überhaupt ein Energie-Plus-Haus tatsächlich über den Jahreszyklus ausgeht, ist das Thema Energieeffizienz. Und der ist hier Faktor 20 im Vergleich zu früher. Insofern geht es hier tatsächlich aus, auch mit all den Labors und so weiter. Und ich glaube, das ist sehr wohl, das war in Ihrem Vortrag ein Stück weg weniger, ist weniger vorgekommen, das ganze Thema Energieeffizienz. Weil ich glaube, dass wir diese Transformation auch im Bereich Retrofitting, Sanierung und so weiter, ohne über einen Zugang der Energieeffizienz gar nicht schaffen werden können, weil sie es einfach auch flächenmäßig, so wie Sie es auch dargestellt haben, auch jetzt auf der PV-Seite nicht ausgeht. Ja. Das heißt, wir glauben, ich denke, dass das einfach ein ganz, ganz wesentlicher Aspekt ist, zuerst über das Thema Energieeffizienz nachzudenken und sekundär ist die Frage, woher kommt sie, beziehungsweise was wird wo wie umgewandelt. Ja. Nein, der ganze Vortrag über Gebäude habe ich, wie gesagt, nicht gezeigt, weil ich wollte mich auf die Stadt konzentrieren. Die Idee war ja, dass wir heute über die Stadt Stadt aber Planung, natürlich ist wichtig, also natürlich ist Energieeffizienz ist alles. Ja. Also wir gehen ja eigentlich eher schon von der Voraussetzung aus, dass wir das können. Bitte, ja. Ja, Bernd Vogel, Energieplanung. Also mir ist schon wichtig, da jetzt nur zu sagen, dass wir in der Stadt Wien viele Dinge umsetzen. Im Stadtentwicklungsplan ist Energie ein wichtiges Thema. Und es stimmt, ja, es ist alles kompliziert, aber trotzdem müssen wir heute Stadt bauen und wir müssen es bestmöglich machen. Das heißt, das ist eigentlich eine Annäherung. Ja. Mir kommt es ein bisschen so vor, wie die Diskussion mit meiner Frau, die immer sagt, ich warte auf das perfekte Produkt und ich sage immer, na, wir müssen aber jetzt was kaufen. Ja. Und ich will nicht tot sein und dann das perfekte Produkt haben. Das kannst du mir dann nachschmeißen. Ne. Und ich glaube, da müssen wir jetzt auch aufpassen bei der Energieplanung. Ja. Wir haben sehr wohl sehr gute Lösungen. Die Stadt Wien ist da wirklich führender international. Wir haben super Planer. Ja. Das heißt, wir können das wirklich auch international verkaufen, denke ich mir, was wir da machen. Und ich werde internationale Gäste auch da herbringen und dann sagen, passt auf, da zeigen wir euch, wie das geht. Ja. Und sowas gibt es weltweit überhaupt nicht. Und ich glaube, es ist ganz wichtig. Erste Schritte können wir jetzt schon setzen und es gibt super Lösungen. Und ich will nicht sozusagen auf die perfekte Lösung warten. Nein. Und nichts tun. Also das ist ein bisschen so das Problem, was bei mir so irgendwie rüberkommt, was jetzt, glaube ich, ein bisschen Unruhe erzeugt. Das heißt, wir sollten schon schauen, dass wir jetzt was tun. Und zum Thema Gründerzeit muss ich sagen, es gibt in Wien wunderbare sanierte Gebäude, wo die Außenfassade erhalten geblieben ist, wo eine Innendämmung angebracht worden ist. Also wenn das Gebäude leer steht, kann man sowas auch überlegen. Natürlich reduziert sie die Fläche. Man kann die Fenster von innen sanieren, man kann Passivhausfenster machen. Es gibt ein Gebäude in Wien, da ist der Energieverbrauch, ich glaube, auf ein Fünftel reduziert worden. Wir sind fast auf Passivhausniveau. Das heißt, es gibt auch sowas, sage ich jetzt. Und natürlich gibt es in Zukunft auch Gebäude, wo man sagt, die werden dann neu gebaut irgendwann einmal. Ich denke an die wunderschöne WU, die ich besuchen habe dürfen. Ja. Und wenn man irgendwer sagt, die Haustechnik ist ja so energieintensiv. Bitte, was haben wir in den 70er Jahren gemacht? Gebäude, die man nach 30 Jahren abreißen muss, da sind wir jetzt ein gutes Stück weiter. Und ich glaube, genau auf das kommt es an. Bestmöglich mit viel Qualität bauen, das sind wir in Wien gut. Und was, glaube ich, ein ganz wichtiges Thema für die Zukunft ist, ist das Thema Kühlung. Wir müssen quasi auch das berücksichtigen, die Klimawandelanpassung. Wir gehen in Richtung italienisches Klima in Wien. Manche sagen Neapel 2100, möglicherweise, weiß ich nicht. Dann haben wir jedenfalls ein Thema, dass wir in Wien kühlen müssen. Wir haben jetzt schon das Thema, dass man in Schulen zum Beispiel ohne Kühlen eigentlich nicht mehr auskommt. Und ich glaube, auch im Wohnbau sind wir gut beraten, das Thema irgendwie mitzudenken. Zurzeit machen wir es so, dass wir oben Löcher irgendwo in die Fassade machen, dass wir dann Klimageräte nachrüsten können. Also da denke ich, kann man auch noch irgendwie
besser werden. Aber wie gesagt, wir haben Lösungen in Wien, wir diskutieren viel drüber. Ich lade gerne die Kammer ein, in Zukunft solche Veranstaltungen vielleicht auch mit uns zu machen, können wir gerne reden. Wir haben da auch sehr viel Know-how. Kollege, und, aber ja, wir wollen danke, ich weiß schon, nein, ja, nein, ich muss das, jetzt kurz unterbrechen. Das wollte ich schon noch anbringen. Wir wollten hier keine Leistungsschau, ja, irgendwelcher wunderbar, bestimmter ja. Planungsbüros. Ja, schon, wir sind da in Wien. Und, ja, es ist eh wunderbar, aber die österreichische passt. Selbstgefälligkeit ist nicht das Thema heute, sondern das Thema passt, ist die Stadtplanung. Und wie kommt die Energie in die Stadtplanung? Weil wir sind immer super. Das wollte ich erklären sozusagen. Ja, also wir sind in Wien an dem Thema dran. Ja. Es gibt sehr viel Austausch. Wir sind sehr viel im Austausch mit Architekten. Danke. Danke. Wir sind die Besten, das wissen wir. Ja, aber wir müssen noch besser werden. Das ist vielleicht das Thema. Und das Thema ist, was können wir in der Stadtplanung dabei tun? Das war eigentlich, und da glaube ich, haben wir sehr viele Anregungen mitgenommen hier. Ich würde jetzt vielleicht noch mal kurz zurückschauen, nicht, dass man jetzt eben nicht, also was Christoph Mayrhofer eingefordert hat, nicht, dass wir da nicht jetzt in einer Technologiedebatte hängen bleiben. Technologisch kann man viel machen, nur wenn wir das Haus schon mal falsch hinstellen, dann nützt das nichts. Ja, das sollte bewusst sein. Und insofern ist das ein Stadtplanungsthema und kein Thema des Nachrüstens. Nicht immer, nicht unbedingt. Ja, wir können auch einmal einen Gebäude- und Energiediskurs machen, gerne. Ich weiß nicht, gibt es noch Beiträge, sonst würde ich gerne überleiten. Walter, gerne. Gibt noch? Ja. Walter Kamoster, ich hätte eine Frage zu dem Beispiel Heidelberg. Sie haben den Campus oder so eine Vorstudie zu einem Architekturwettbewerb. Genau. Mhm. Und mich würde interessieren, was geben Sie dann als Vorgabe? Was ist Ihre Grundlagenforschung, die in den Wettbewerb, also in die Wettbewerbsaufgabe überspringt? Also, weil das wäre sozusagen der städtebauliche Nukleus, der für den Wettbewerbsteilnehmer interessant wäre. Also das ist ganz aktuell und noch nicht ganz abgeschlossen, aber das Ziel ist, aus diesen ganzen Untersuchungen, die wir durchgeführt haben und was wir entwickelt haben, im Prinzip Richtlinien, also Wissen herauszufiltern, die eine Basis schaffen, dass man in eine bestimmte Richtung geht oder beziehungsweise, dass man weiß, wenn man in eine Richtung geht, was das für Konsequenzen hat. Ne? Also es ist gar nicht das Ziel in dem Fall, irgendwas zu entwickeln, was unbedingt denn sein muss. Ja, nicht das, sondern zum Beispiel, da stellt man fest, also es sind viele, viele Aspekte. Zum Beispiel, für viele Städte gibt es mikroklimatisch, also stadtklimatisch, bestimmte Luftrichtungen sind für die Stadtluftung ganz wichtig. Ja, dass die Stadt weiterhin Luft bekommt, kann man, also soll man diese Luftbewegung, die thermisch induziert sind, zum Beispiel an Sommernächten nicht behindern. Ja. Dann ist natürlich in einem Campus wichtig, das Mikroklima für den Campus selber, also wie gesagt, für einen Universitätscampus sind diese Zwischenräume so enorm wichtig. Dann die Gebäude selber und im Prinzip dann stellt man fest, bestimmte Orientierungen, jetzt ganz vereinfacht gesagt, dass man, wenn man in so einem Grid denkt, dass Straßen in eine Richtung schmäler sein sollen, in andere Richtung, also die Abstände größer sein sollen oder Gebäudeabstände, Optimierung nach Sonne oder nach Wind, wie man das Raumprogramm konfiguriert, also auf welche Seiten Orientierung sind die Laborräume, auf welche die Büros und all diese Dinge, die einfach nützliches Wissen schaffen, womit dann die teilnehmenden Planer dann versuchen können, den Puzzle weiterzubauen, ja, und daraus eine Architektur zu schaffen. Ja. Also es ist nicht so gedacht, soll man nicht falsch verstehen, dass es jetzt gedacht ist, dass man so ein Gerüst aufstellt, wo man gezwungen ist, weiter dort eine Form zu bauen, sondern es ist aus diesem Ganzen nochmal das zu herauszufiltern, zu abstrahieren. Zu abstrahieren ist das richtige Wort, ja, dass man dann Architektur und Stadt generieren kann, die in eine energetische richtige Richtung geht. Zusatzfrage ist, darin eine dichte Vorgabe enthalten, ja, das also in ist dem Sinn der nicht von aber das ist vorgegeben. Also das Grundstück mit Dichte. Und das ist im Prinzip der Ausgangspunkt dann. Gut, dann
danke ich für die spannende Diskussion, für den Abend. Wir werden... Wobei, ganz kurz... Er lasst mich ja nicht. Das ist ganz interessant, weil eigentlich wäre es noch spannender, wenn man... Man muss eigentlich die richtige Dichte immer finden. Ja, das muss eigentlich auch Teil der Entwurfsaufgabe. Leider, aber es gibt Bebauungspläne und all diese Dinge, daher sind zum Beispiel dort die Bebauungsdichte vorgegeben. Ja. Aber wie ich gezeigt habe, zum Teil, also es musste darum gehen, die Qualität zu schaffen, und die Dichte ist das Ergebnis des Entwurfs. Ja? Also wenn man mehr Dichte schaffen kann und bei gleichem Energiebedarf zum Beispiel, dann soll es so sein. Ja? Die Stadtplanung ist ja 2D im Moment. Man sagt, die Dichte, Bebauung, ist alles 2D, man muss eigentlich 3D denken. Aber irgendwo, wie der Kollege gesagt hat, man muss anfangen. Also wir, und in den ganzen Gebäuden, sieht man, das sind alles Gebäude, wo wir bauen. Ja? Man muss machen. Ja? Man muss machen, was man kann, aber man muss gleichzeitig überlegen, was musste eigentlich gemacht werden, wenn man machen könnte. Das habe ich heute eigentlich den Teil gezeigt. Für uns ist sicherlich jetzt einiges, was wir mit hineinnehmen in unser Nachschärfen der Haltung zur Stadtplanung. Was mir besonders gefällt natürlich als Vertreter der Architekten in der Kammer ist, viel zu sehr haben wir uns spezialisiert. Ja, das nehme ich gerne mit. Ja, ich denke mir, und das ist, glaube ich, was hier so verwirrt teilweise, ja, dieser extrem breite Anspruch, das ist nicht, um die Dinge kompliziert zu machen, das ist nicht, um keine Aussage zu treffen, das ist, um wirklich zum Ziel zu kommen, um sich nicht zu belügen. Es nützt nichts, wenn ich da irgendwo den Finger drauf halte und dort rinnt es mir raus. Darum geht es, dass wir das Ganze im Auge behalten, und das, glaube ich, ist etwas, was wir als Ziviltechniker und Ziviltechnikerinnen vielleicht als Aufgabe mitnehmen können und auch als Aufgabe für das Nachschärfen unserer Haltung, unserer Position zur Stadtplanung. Ich darf jetzt, das ist ganz wichtig, muss ich auf was hinweisen, Standardabendausgabe. Was heißt das? Vielleicht kann die Frau Krämer das erklären. Dass jeder die aktuelle Abendausgabe dann beim Verlassen des Raumes wieder mitnehmen darf und unbedingt am Wochenende, die Standardredakteurin, die Frau Zeudel, ist ja hier, wieder den Immobilienteil liest, denn da gibt es wieder den Nachbericht zur Stadtdebatte von heute. Okay, danke. Und dann, glaube ich, darf ich noch darauf hinweisen, dass wir hier etwas zu essen haben. Ich bin meistens der Einzige, der hungrig ist. Das geht mir auch in der Kammer so. Und ja, nochmals danke fürs Kommen, danke für die Beiträge. Ich hoffe, wir sehen uns wieder bei der nächsten stattfindenden Debatte. Wann ist die? Habe mein Mikro schon abgeschaltet gehabt. Am 8. Jänner, immer der zweite Montag im Monat. Der Abspann ist das Spannendste. Wieder im Radio Kulturcafé. Und einen schönen Abend noch.